Das Sprichwort der Geächteten besagt, ist der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, Part 195. Tja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Quest mit Haneken Hase nochmal rückgängig zu machen, also sprich, ich habe einen älteren Spielstand geladen, ne? Und dann alles soweit nochmal gemacht, bis auf das mit Haneken Hase, ging ja relativ schnell, so viel war es ja nicht. Ja, da ist ein Bohren im Hintergrund, nicht wundern, hier wird mal wieder gebaut im Haus, keine Ahnung, was hier mal los ist. Ja, gibt anscheinend handwerklich sehr begabte Leute hier und ja, die lassen das des Öfteren mal raushängen. So, erstmal so, ne? Aber davon lassen wir uns jetzt nicht abschrecken, wir machen einfach mal weiter. Wir haben jetzt hier die Quest angenommen. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Der ist jetzt weg, okay. Ja, irgendwas an uns zu nehmen. Ein Talisman von einer Kräuterfrau. Ja, sollte ich vielleicht mal aktivieren oder ist das Arachegelüste genau? Ja, müssen wir die Schafe im Wolfspelz, müssen wir einfach mal links liegen lassen, die Quest. Also ist nach wie vor kaputt. Leider wurde das noch nicht gepatcht. Wird auch nicht mehr gepatcht, also alle Voraussicht nach. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal Kontakt zum Entwickler aufnehme. Das kann man ganz gut machen via Steam. Na, das ist eigentlich ja, wirklich nützlich. Also da ist Steam wirklich sehr praktisch. Dass man auch direkt mit den Entwicklern Kontakt aufnehmen kann. Und ich sag mal, ja, die Leute von Wars, die sind relativ klein. Das ist ein kleines Entwicklerteam. Und insofern wird das wahrscheinlich auch gehört. Also, ja, vielleicht mache ich das auch mal. Wird ja auch Zeit, ne? Vielleicht hätte ich das schon eher machen sollen, dann hätte man das schon vielleicht längst behoben haben können. Ich weiß es nicht. Scheinbar wissen sie nichts von der kaputten Quest. Ja, naja, wie dem auch sei. Wir machen einfach mal weiter. Steht den Bauern das Schutzamulett vom Kräuterweib. Genau, das wollen wir jetzt machen. Ah, der ist scheinbar auch auf dem Feld hier, der Bauer. Sehen, welcher das ist. Bist du das? Bist du der Bauer? Das ist er ganz offensichtlich, aber er wird als Dorfbewohner deklariert. Ha, von wegen, du bist ein Bauer. Gib's doch zu, gib's doch zu. ich weiß nicht. Er scheint nicht dazu zu stehen. Zu seinen Bauern da sein, ne? Oh, dabei waren die Bauern damals sehr, sehr wichtig. Heute übrigens immer noch, ne? Ja. Ohne Bauern hätten wir keine Milch auf dem Tisch, kein Brot. Nichts. Einfach mal nichts. Also insofern, dann kann ich auch bestehlen, aber meine Liebesfähigkeiten sind noch nicht so gut bestellt. Insofern würde ich mich da wahrscheinlich auch wieder des probaten Mittels bedienen, ihn einfach einen überzuziehen, um ihm denn das Amulett zu entwenden. Können wir das hier machen? Probiert das einfach mal. Mal ihn zu würgen. Geht auch. Bewusstlos zu würgen. Er ist ja nicht tot, ne? Das erkennt man daran. Huch. Ich war das nicht. Nicht, dass es einer meldet hier. Oh je. Oh oh. Der robbt ihn schon aus, oder wie? Nein, er guckt nur nach seinem Gesundheitszustand, ne? Nein, er macht ihn wieder wach. Mann, versau doch nie meine Arbeit. Wächter. Ah, gerade just in dem Moment kam ein Wächter des Weges. Den habe ich hier vorher noch nie gesehen. Wo kommt der auf einmal her? Geh doch mal rein, Junge. Was tanzt er da inmitten der Beete umher? Na gut. Ja, tanzt ruhig noch ein bisschen weiter. Ah, ist leider ein Kollege von ihm hier. Prokop. Ach, Prokop, den nehmen wir noch. Niemand in der Nähe. Ah, jetzt kommt. Jetzt hat er sich befreit, leider. Der Wächter. Verdammt. Oh, was ist das hier? Weinreben? Ja, das sind Weinreben. Hm, machen wir da. Wir können noch bis zur Nacht warten, einfach, ne? Nee, das ist der andere. Das ist kein Wächter. Der Wächter hängt schon mal noch fest. Ich probier's nochmal. Mehr als schief gehen kann's ja nicht, ne? Da unmittelbar danach wurde er gespeichert, zum Glück.
Ah, oh. Ach Mann. Vitus, lass den liegen. Ja, so ist brav. Schön weitergehen. Einfach weitergehen, genau. Mann. Sie ausgerechnet hier alle lang kommen. Ja. Plündern. Jo, Beutel mit Amulett. Wunderbar. Thronschlüssel brauchen wir nicht. Das reicht schon. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir dem das zurückbringen, oder? Jo, still den Bauern. Das Schutzamulett vom Kräuterweib. Ah, jetzt können wir das scheinbar dem bringen. Dem Knecht. Ruprecht? Nein, weiß er nicht. Hier Hopfen oder was? Das ist auch Wein. Ich weiß nicht, ob Hopfen so hoch hängt. Keine Ahnung. War noch nie auf einer Hopfenfarm. Merkt man, glaube ich. Wo ist denn der Typ? Na, schenkt und besäuft sich oder was? So. Andere machen ja seine Arbeit, ne? Ja, ja, siehst du? Der ist wirklich in der Schenke. Der Knecht lässt es sich hier gut gehen. Ja, yeah, ich hab deine Aufgabe erfüllt. Na, ja, die Belohnung. Gelobt sei Jesus Christus. Na, komm hier nicht mit dem, du. Also. Na? Hier hast du den Beutel des Bauern. Hinter anderen verstecken. Sehr gut, danke. Er wird durchdrehen, wenn er es bemerkt. Und kein Auge mehr wird er zutun, bis er ein neues Amulett hat. Er denkt, dass er es zum Schutz gegen Flöhe und Läuse braucht. Aber wenn er sich anfängt zu jucken, dann müssen wir... Was hast du sonst noch? Ich bin immer auf der Suche nach Arbeit. Was hast du noch? Als ich für den Bauern gearbeitet habe, habe ich mich in seinem Markt verguckt. Nur hat sie einen anderen, einen Tuchhändler. Der beschenkt sie und dagegen komme ich nicht an. Oh, klau den Schal, den sie von ihm hat. Was hast du denn mit dem Schal vor? Ich juble ihn wem anders unter und sage dem Tuchhändler, dass sein Liebherzchen seine Geschenke nicht wertschätzt. Er ist eifersüchtig und wird durchdrehen. Das klingt lustig, dass du mich machst. Das ist zwar nicht nett, aber was juckt mich das? Ja. Wie viel ist dir die Sache wert? Keine Sorge. Ich bezahle dich mit Groschen. Gott behüt dich. Schöne Schweine. Hier drüben, ein Bier bitte. Ah, ich glaube, das ist schon zu viel. Oh Mann. Ist gut, ist gut. Ja, das kommt mir nicht mit dem Turnier. Ach, ich sollte mal was essen zwischendurch. Kleine Happen für zwischendurch. Oh, die sind da im Dorf. Das ist jetzt sehr weit weg von hier. Boah, ja, am Arsch der Welt. Ich sehe schon. Ach so, ja. Ach nee, das ist das Turnier. Ach, das lenkt mich immer ab. das andere ist da. Stil, genau. Das habe ich wieder übersehen. Frag mich immer, wo die Musik herkommt, ne? Da sind keinerlei Musikanten, nichts dergleichen. Ach, da ist er. Ihr soll ich den Schal stehlen? Matitschko Bojiman. Umhauen. ja, leg sie mal hin. Sie lebt ja noch. Plündern. So, den haben wir geklaut. Geschafft, yes. Den will er jetzt verjubeln, oder was? An jemanden. Na gut. So, reden wir mal mit ihm. Ich hab den Schal. Ich habe den Schal des Mädchens. Hab Dank. Ich leg ihn dem Bauern ins Bett und steck's dann dem Händler. Der macht den Bastard zum Krüppel oder bringt ihn sogar um. An wem willst du dich eigentlich rächen? Tja. Am Bauern? Am Mädchen? An allen. Das sind doch alles verfluchte Schweine. Der Tuchhändler auch. Oh Mann. Der hat euch eine Meise. Oh, aber der ist so arm ist er gar nicht. Eine letzte Sache, aber das wird nicht leicht.
Meine Rache am Bauern und dieser Schnöpfe habe ich bekommen. Ja. Jetzt ist der Tuchhändler dran, der sie mir gestohlen hat. Klau seine Zunderbüchse. Die ist sein ganzer Stolz und er prahlt ständig damit rum. Jeder weiß, dass sie ihm gehört. Sobald du sie hast, stecke ich den ganzen Hof des Bauern in Brand und lass die Büchse dort fallen, damit alle glauben, dass er es war. Juhu. Was bekomme ich dafür? Ich gebe dir ein paar Stiefel, die ich eben vom Schuster bekommen habe. Bequemere wie die findest du nie wieder. Ein paar Stiefel. Das geht zu weit. Ich verstehe deine Wut, aber das geht zu weit. Wo liegt das Problem? Diebstahl ist Diebstahl. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Ja, mein Programm ist mal wieder abgestürzt, sprich das Spiel. Und MSI Afterburner ist daran wahrscheinlich nicht ganz unschuldig, denn ich habe versucht, damit meine Grafikkarte zu underwolten und das scheint aber sich nicht wirklich mit den Programmen zu vertragen, die ich benutze. Also in erster Linie natürlich Spiele, ne, wie Kingdom Come Deliverance, was dadurch abstürzt. Ja, da nutzt es mir natürlich relativ wenig. Ich habe das jetzt einfach mal deaktiviert und ich denke mal, das müsste das Problem jetzt behoben haben. Also ja, never change the running system. Ne, bewahrheitet sich immer wieder. Gut, jetzt bin ich aber wieder bei unserem Freund, dem Knecht hier und muss mich jetzt entscheiden. Na, machen wir das oder nicht? Aber hier alles runterzubrennen, na gut. Aber was bekomme ich dafür, ist die Frage. Ne? Ein paar Stiefel. Ich glaube nicht, dass die so geil sind. Aber wir machen es einfach mal. Der Racheengel ist dir zu Diensten. Ich lege gleich los. Gott sei mit dir. Weil sonst hätte ich gar nichts bekommen. Ne? Tja. Wahrscheinlich. Gut, man hätte ihn anschwärzen können eventuell unter Umständen. Ich weiß es nicht. Gut, also die Zunderbüchse diesmal. Na, vielleicht können wir ja auch mit dem sprechen. Das wäre natürlich geil. Dass der Knecht sich versucht, an ihm zu rächen, an dem Tuchmacher. Was ist denn der jetzt eigentlich? Er wird den Jungen in der Kneipe hocken, oder? Nee, der ist da. Da unten. Na, gehen wir da mal hin. Also, unten ist gut, ne? Im Süden. Von Sasau. Ist da Sasau hier, ne? Und wenn Sasau? Immer noch. Okay. Ja, hier ist er drin. Der Tuchmacher. Oh, mal sehen. Ich versuche mal mit dem zu quatschen. Schneider Amros, der? Ja. Gott Tuchmacher ist anscheinend auch Schneider. Ah, vielleicht können wir. Nee, ich kann nicht mit ihm reden, leider. Gott behüte dich. Hm, er wird gut beschützt. Tja gut, wenn er nicht mit sie reden lässt, dann kann ich auch nichts dafür. Dann muss ich das machen. Muss ich meinem Auftrag Folge leisten? Da muss ich natürlich nicht, aber ja. Jetzt haben wir uns ja dafür bereit erklärt, das zu machen. Mal gespannt, wohin das führt. Am Extremfall zu einem brennenden Haus. Na gut, jetzt kann ich da erstmal nicht hin. Na, was sagt denn jetzt die... Stiehl dem Sauer Tuchhändler die Zünderbüchse. Die hat er anscheinend immer bei sich, leider. Nein, jetzt muss ich wohl warten, bis die Nacht hereinbricht über uns und dann können wir ihn erst bestehlen, denke ich mal. Weil, ja, wie gesagt, na, der wird gut bewacht, der Gute. Ja. Also, ja, ist ja schon relativ spät. Oh, jetzt haben wir keine Fackel rausgeholt. Ist auch immer gefährlich hier ohne Fackel. Oh, Sattheit ist über alle Maßen. Ja. Das kann ruhig ein bisschen sinken, ne? Sonst haben wir da jeden Malus, der damit einhergeht, zu verzeichnen. Und das wollen wir nicht. Das war wahrscheinlich zu schwer. Ja. Schon wieder ein Turnier. Oder immer noch. So, wo ist denn der? Ach, da bist du ja. Was los? Was grunzt du so? Achso. Soll erstmal gehen wahrscheinlich. Was soll das werden? Weiß ich nicht. Stehe hier draußen. Nanu, darf ich das nicht? Sieht zwar nichts, aber kann mir auch keine überziehen, leider. Kann ich nur bestehlen.
Was hast du hier zu schaffen? Ich bin ein lauerndes Chamäleon. Eigentlich kannst du mich gar nicht sehen. Tu doch nicht so, als ob du mich siehst. Ja, Alter, wollte wahrscheinlich gerade zu Bett gehen. Oh, müssen wir doch noch ein bisschen warten. Warten wir noch ein Stündchen. Dann pennt der hoffentlich. Wir können da ungestört bei ihm einbrechen. Ja, jetzt möchte ich dann doch nochmal den Taschen- oder mich in den Taschendiebstahl versuchen. Mach mal die Fackel raus. Ich sehe ja gar nichts. Ich glaube, so viel sichtbarer bin ich dadurch auch nicht. Ist ja hier, ne? Oh, das ist ja hier in Richtung. Oh, der hat abgeschlossen. Schwer sogar. Wow. Hier werden ja echt die Diebesfähigkeiten auf die Probe gestellt. Jetzt mal hier Racheengel spielen, ja. Diesen komischen Knecht. Na, der hat scheinbar auch beim Schlafen, aber ja, wie auch immer. Haben die irgendwie alle umhauen? Ja, komm, ich muss ihn umhauen. Der hat einen leichten Schlaf, wie es aussieht. Ja, er hat schon die Augen offen gehabt. Hoffentlich kriegt seine Frau davon nichts mit. Oh. Was war das gerade? Plündern. Zünderbüchse. Nein, lass mich doch raus. Genau, ich wollte gehen gerade. Darf da gar nicht sein. Ja, eben. Und du sperrst mich ein, du bist so gut. Bring dem Knecht die Zunderbüchse. Boah, den hol ich aus dem Schlaf jetzt. Da bin ich ganz schmerzfrei. Achso, der ist ja da nördlich angesiedelt, der Gute. oder? Wo ist denn der? Ach, da, ja. Ich war noch näher dran. Da geht ja bald wieder die Sonne auf. Naja, bald. Achtung, auf bald. In diesem Langhaus, okay. Ah, ja. Hopp. Hier? Ah, er pennt natürlich im Stall. Aber wo auch sonst? Aber die pennen ja alle im Stall. Lass mich in Ruhe. Will schlafen. Ey. Meine Stiefel. Huch. Kann man hier pennen? Na jo. Es kommt wieder jemand, der uns dann weckt. Hofft man nicht. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Langschläfer. Nee, es kommt keiner. Super. Na, hier darf ich mich auch aufhalten, zum Glück. Sonst wäre das gar riskant. Frühstück haben wir dann auch gleich vor Ort da. Das war perfekt. Energie, ja, kann man ein bisschen mehr verkraften. Geht der Wert eigentlich auch über 100? Na, ich glaube nur, wenn man spezielle Tränke einwirft oder so, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass man dann auch über einen Wert von 100 kommt. Bei der Energie. Oh. Hast du Glück, dass die Tür automatisch aufgeht. Und das im Mittelalter. Donnerwetter. Da muss Magie am Werk sein. Sehr schön. Ah, bin ich schon wieder überfressen, verdammt. Bin ich denn hier? Das ist eine Art Mühle scheinbar. Hängt der Vogel immer noch? Nee. Ach, der arbeitet schon. Oh, na Mensch. Na, fast. Holt wahrscheinlich erst noch sein Handwerkzeug da. Oh, da ist er ja schon. Er tut so, als ob. Zumindest. Schön, dich zu sehen. Ja, ja. Hab die Zunderbüchse. Hier, die Zunderbüchse des Tuchhändlers. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hier sind die versprochenen Stiefel. Mal. Ich hoffe, sie bereiten dir viel Freude. Wie mir meine Rache. Gott sei mit dir. Aha. Schlappen. Quest abgeschlossen. War vielleicht doch noch jemanden warnen oder so? Oh, jetzt zeig dir die Stiefel. Aber so geil sind die nicht, oder? Oh ja. Also, ich sag mal, für einen Anfängercharakter, warum nicht? Und ist relativ wertvoll zum Verkaufen. Gut. Der hätte so gespeichert, ne?
Alles klar, Leute. Auf zur nächsten Quest, ne? Machen wir gar kein langes Fehlerlesen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Jetzt durch die Querelen dann mit dem Programmabsturz. Ja, hier ist immer noch ein Questgeber. Dabei habe ich mit ihm nochmal gesprochen gehabt. Also so, dass der Pfarrer da ist und alles. Na, ich bin davon berichtet. Puh, keine Ahnung. Mir war auch so, als wären hier noch weitaus mehr Quests gewesen. Ich habe das ja erstmal auf Hanekin Hase geschoben, ne, dass die Quest da wieder mal schief gegangen ist. Oh ne, ich bin jetzt nicht in Montur. Na, dass man dadurch vielleicht... Wo ist er da? Ah, einige Quests negiert wurden oder so, ne? Kann ja sein. Auf jeden Fall musste ich immer was zahlen. Ne? Bei jedem Questgeber habt ihr ja gesehen, ne, in der letzten Folge. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ich kann nicht nur bestehlen. Oh, oh gut. Keine Ahnung, aber aus Gründen wird da noch angezeigt. Gut. Aber jetzt sind sie wieder alle wohlgesonnen, die Leutchen. Ja, selbst, weiß ich nicht, wenn die in einem anderen Ort waren, da haben die mich ja abgelehnt. Die wollten erstmal, dass ich irgendwas bleche, damit ich meinen Ruf, meinen vermeintlich schlechten Ruf reinwasche. Dem vermeintlichen Mörder geholfen haben, ne? Dem Hanekin Hase. Der ist natürlich kein Mörder, ne? Das wissen wir natürlich. Aber ja, das wissen ja die anderen Leute nicht, ne? Also insofern, das konnten wir auch nicht gerade biegen. Insofern war die Questzeit oder ist die Quest nach wie vor kaputt. So, Dalle, was können wir denn hier machen? Dabei irgendwo noch ein Fragezeichen. Ja, irgendwo waren noch Fragezeichen, genau. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Questgeber. Aktivitätengeber, ja. Aber wer soll denn sonst noch sein, ne? Mit dem Andreas, da konnte ich nicht weiter reden. Der hat gesagt, er hat keinen Auftrag. Das bewältigen wir alles selber. Was es auch immer zu bewältigen gibt. Prabislavitz ist auch nichts. Irgendwo waren noch Fragezeichen, weiß ich noch. Oder habe ich die auch schon alle aufgedeckt? Also hier ist auch nichts. Weil dann würde ich da so langsam weitermachen mit der Hauptquest. Ne? Hier ist auch noch was. Ja. Hier ist auch noch. Oh, guck mal hier. Hinweisgeber. Also da könnten wir auch noch was machen. Und hier ist auch ein Questgeber. Erstmal nach Ratei oder... Hier auch oder wie? Ja, da sieht es auch so aus. Okay. Also hier gibt es scheinbar noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, scheinbar. Weil Andreas... Wenn es Andreas gemeint ist... Ups. Nein. Klappt eigentlich zu 100%. Das ist ganz selten, dass es mal schief gegangen ist. Mit den Überfällen. Aber ich sollte vielleicht dennoch meine Rüstung so langsam wieder anziehen. Hä? Könnte nicht schaden. So, na dann gucken wir mal. Ich glaube, damit ist Andreas gemeint gewesen. Das ist Andreas. Definitiv. Aber der hat nichts mehr für uns. Schönen Tag. Wie steht's? Nichts, womit wir nicht... Ja, sag ich ja. Gut, das hat sich erledigt. Oh, jetzt müssen wir das scheinbar alles so nacheinander abklappern. Was wir denn oh, sicher gehen können, dass da nichts weiter ist, ne? Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Auf nach Ratei. Liegt ja auf dem Weg quasi. So, Rüstung anziehen. Wow. Goldene Sporen, ziehen wir die auch an? Boah, macht immer Eindruck, so ein paar Sporen, ne? Haben wir ja gemerkt. Auch was den Ruf angeht und so. Schlappen können die auch verkaufen, eigentlich. Oh, die Brigantine kann nicht schaden, die Buntaue auch nicht. Aber immer alles anziehen. Weinlinge. Ja, die zieht da drunter. Hm, okay. Gut. Wieder in voller Montur. Was natürlich ein bisschen mehr Ausdauer auch kostet, hätte ich mal den Eindruck. Ne? Ah, das Turnier ist gerade wieder im vollen Gange. Nee, aber der Questgeber ist hier ein anderer. Der hier?
Karl der Pfahl? Den können wir nur bestehlen. Wenn der damit gemeint ist, ich weiß es nicht. Geh zum Teufel! Milan? Mit dem können wir reden, mit Milan. Ein Vogel. Ein Vogelmenschen. Du kämpfst um Geld? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlett und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Wieso um Silber? Wieso um Silber? Ja, lieber Gold. Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Na gut, loten die Regeln. Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Och, ist dein Einsatz weg, kapiert? Nur Schwerter? Okay. Dann los, wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Wo sind die denn? Okay. Auf bald. Also er ist der Stärkste. Oder bildet sich das zumindest ein. Gut. Stefan. Wo ist Stefan? Den hat er zuerst genannt. Also muss ich wahrscheinlich erstmal gegen Stefan kämpfen. Ach, der ist auch hier. Nee, das ist Milan. Hä? Wo ist ein Löckchen? Löckchen ist da. Besiege Stefan. Stefan, ja, ist näher dran. Stopp! Mein Start vorbei, verdammt. Ja, ich versuche das erstmal. Da muss ich bloß so langsam die Folge beenden, ja. Aje. Die wird zu lang. Ja. Der? Nee, der ist Wächter. Sag nicht hört er. Her, ihr Leute. Nee, wir möchten nicht gegen Prediger kämpfen. Hä, wo sind denn die jetzt? Ups. Falsche Taste. Stefan. Tsi. Ach so, der hängt hier im Rennstellen oder was? Das sieht nicht so stark aus. Obwohl, es kann täuschen. Wie lebt es sich? Du kämpfst. Du bist Stefan, nicht wahr? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Ach ja? Und warum willst du? Ach, egal. Ich kämpf gegen dich, wenn du zahlst. Was sagst du? Habt Mitleid mit einem armen Mann. Hier bitte. Zwei Groschen. Gut. Oh, was sind wir denn hier? Eigentlich ist es unfair, weil ich Eisenhandschuhe habe, ne? Ja, man sieht, er hat keine Sonne gegen mich. Naja, soll ja auch mal gehen, ne? Plündern? Nee. Kann der schon haben. Na cool, mal gucken. Oh! Yay, lohnt sich. Du hast gewonnen, und du? Habt ihr mich hier außerhalb der Stadt irgendwo ausgesetzt und töten? Nein. Nicht töten, aber ich habe ihn geplündert. Gut, nur dann können wir gleich mit dem nächsten kämpfen, wa? Oder? Ach nee, ich würde mal sagen, das heben wir uns einfach mal für die nächste Folge auf. Also dann bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck, lasst es euch gut gehen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr ja, lasst ein Like in Norden da. Bis dann.